Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Leben mit mir und Wintercracker und hallo, Hallo. Ich bin nicht mehr wütend. Ich war gerade eben richtig wütend nach dem Jump'n'Run und dann noch anderen Begebenheiten. Und wir haben gestreamt, haben dabei ein bisschen was geschafft, dann noch ein bisschen offscreen. Wir haben nämlich die Kirche. Hä? Da fehlen Blöcke! Wo? Dabei beim Kreuz. Unser Kreuz wurde geschändet. Hä? Alter. Hier oben. Da oben? Achso, ja, da fehlt mir der Cleanstone. Da hat sich nämlich von jemand eingebuddelt, Maudado. Alter, unser Kreuz wurde geschändet. Beziehungsweise, nee, da hat sich jemand reingestellt. Aber dann habe ich von hinten gedacht, weil er sich eingebuddelt hätte. Aber egal. Egal, mal das ist Geschichte. So, da will ich gar nicht überreden. Okay, okay. Da will ich also, gar nicht überreden. Wir haben ja gestreamt und die Kirche weitergebaut. Jetzt haben wir hier so einen rundlichen Raum. Oben an der Decke so ein Oval. Hier an der Wand geht es so hoch. Und da haben wir natürlich den kreuzigen Enderman. Weil oh, das ist der Hilfspriester da, der Sheriff. Wo ist denn der originale Enderman, der hier stand, Maudado? Keine Ahnung. Komm, wir können eine Enderperle opfern hier auf dem. Ja, hier stand doch. Hier stand irgendwas, aber wo ist der hin? Keine Ahnung. Wurde weggesprengt? Die können von den Creepern gesprengt werden, die Rundständer. Warum? Mir war doch kein Creeper von der Nähe, oder? Auf jeden Fall haben hier unten auch grünen Clay. Wintercracker hat nämlich sich einen Kaktus gewünscht vom Weihnachtsmann. Und jeder Spieler kriegt hier einen Wunsch erfüllt, hat er bekommen, hat er vermehrt. Und deswegen hat Wintercracker jetzt Kakteen unten in der Schlucht angebaut. Warte, wir können ja auch mal hingucken und ranzoomen. Alter, wirklich? Oder willst du es allen spoilern? Da unten, aber da darf niemand abbauen, Leute. Oder, Wintercracker? Nee. Ich verkaufe auch die Farbe, nicht die Kakteen, damit niemand eine eigene Farm bauen kann. Also diesen Wintercracker exklusiv, da darf keiner ran. Und Wintercracker ist ein bisschen Pfoten zu leise. Weg, Leute. Oh Gott, ich hoffe, steht nicht schon in den Kommentaren, Maudado. Na, steht so oder so in den Kommentaren. Wir sind aber gnadenlos. So. Ja gut, und jetzt müssen wir nur noch Kirchenbänke bauen, Ursaft. Oh. Oder sollen die bis an die Wand gehen oder nicht? Ja, das darfst du diesmal entscheiden, Ursaft. Mit Säulen davor. Also ich hätte gerne schon Säulen. Oh, hier könnte man aber theoretisch noch Säulen hochziehen, guck mal. Hier. Na, ich weiß ja nicht. Ja, Säulen hat man häufig in Kirchen. Oder? Also normalerweise, Maudado? Ich weiß, okay, warte. Ich weiß nicht, wie ansonsten diese krasse Decke hier getragen werden soll, ja, Maudado. Hier ist ja nicht so groß. Oder da bin ich mir nicht so sicher, muss ich sagen. Okay, und machen wir jetzt die Bänke bis zur Wand? Ja, ich würde schon sagen. Ihr müsst wissen, Ursa und ich hatten mal einen großen Streit. Der große Clinch, ob Kirchenbänke bis zur Wand gehören, weil in Ursafs Kirche sind Kirchenbänke bis an die Wand und in meiner nicht. Und ich frage mich halt, warum sollte man bis zur Wand machen? Dann kommen die Leute, die ein bisschen weiter hier rechts sind, gar nicht richtig raus. Sie müssen aber alles alle wechseln. Aber da gibt es dann mehr Sitzplätze, das heißt, niemand muss mehr stehen. Ja, aber alle müssen mehr warten. Aber warum? Bei mir in der Kirche waren die Bänke auch bis an die Wand. Ich habe das noch nie gesehen und ich war schon in ein paar Kirchen. Das ist aber sinnvoll, da muss nämlich niemand stehen. Und ich meine, wer steht schon gerne in der Kirche, Maudado? Wintercracker. Ja. Siehst du? Dann ich habe bei mir in der Kirche und bei der Kirche im Nachbarort und bei der Kirche, wo Wintercracker hat nämlich immer getrommelt. Er muss ja bestimmt auch in der Kirche trommeln. Ja, richtig oft, Maudado. Maudado, wie machen wir das? Das kommt die erste Reihe, würde ich sagen, kommt weg, oder? Ja, die erste Reihe würde ich wegmachen. Cool, das finde ich eigentlich von der Nähe her okay. Wir können ja auch einfach nur einen Stuhl lassen, weil das ist für Einzelgänger. Ja, für die Streber in der Kirche. Ja. Da gibt es bestimmt nicht so viele, da kann man. Die Kirchenstreber, genau. Die wollen den Typen riechen vorne. Ja, die wollen den Weihrauch richtig abbekommen. Die stehen da drauf. Weihrauch, sage ich da nur. Warte, ich mach ein paar Schilder. Obwohl, da müssen wir aber nur einen Sitz hinmachen, würde ich sagen, wenn der auf jede Seite. Ja. Strebersitze finde ich aber gut. Oder lass mir eine Doppelbank, falls ein übergewichtiger Streber ist. Ja. So. Guck mal, komm, wir streben zusammen. Oh. Nach Weihrauch, einmal Weihrauch, please. Oh, kannst du dir auch melden. Weißt du, was ich habe, Wintercracker? Guck mal, eine Enderperle. Die mal gegen das Enderkreuz schmeißen. Mal schauen, was dann passiert. Nix. Oh. Ich glaube, er hat sich bewegt. Ich glaube, er ist zum Leben erwacht, Maudado. Hast du es gesehen? Erwacht der heilige Enderman wieder? Auferstanden von den Toten? Ja, das und viel mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge Minecraft-Leben. Ja, das war's nämlich für heute. Ich muss ihn nämlich heute noch wieder hochladen.
Heute kam das Video zu spät und das ist auch das einzige Video, was kommt, weil ich den ganzen Tag Jump'n'Runs gemacht habe. Beziehungsweise eins, bin dann dazwischen immer AFK gegangen und hab LOL gespielt. War es das ernsthaft schon? Nein, das war es nicht. Ach, das war ein Prank. Du hast mich aber jetzt fast gehabt, Mann. Ja, vielleicht habe ich ja mich geprankt, du. Oh, das ist, glaube ich, mein First Time, dass ich wirklich ernsthaft mal jemanden pranken konnte. Ich muss sagen, damit habe ich jetzt aber auch nicht gerechnet, Mann. Ja, was dann passierte, hätte niemand erwartet. Hat noch jemand Baumstämme? Ja, 61 mal da. Wenn wir hier noch Säulen reinmachen wollen, dann würde wollen ich auch. Wollen wir die einfach nur halb so hoch haben? Oder? Also, guck mal hier. So, die Säulen? Oder? Halb hohe Säulen? Ja, guck mal, so einfach. Das ja, bringt zwar dann. Dann ist dein hier, dass die Decke. Aber dann, falls die Decke runterkracht, dann stürzt es nicht direkt auf die Leute, sondern nur auf die Notfallträger hier. Ja. Ach. Oh, guck mal, perfekt, Leute, perfekt. Ja. Fällt mir gut. Also wir könnten da noch so ein Papillon reinmachen in die Kirche. Hier so in die Mitte. Ja, das wäre eigentlich auch eine schöne. Alter, das ist bestimmt richtig cool. Guck mal da. Du. Warte, hast du noch so ein Dach? War einfach so. Ich würde es aus Slabs machen. Nee, ich würde Treppen nehmen, mal da. Du. Ich nicht. Machen wir einfach halb Treppen, halb Slabs. Das ist eine gute Idee. Hast du noch Slabs? Ja, hier. Noch ein paar. Steinslabs? Ja, genau. Ne? Steinslabs? Ach so, Stein habe ich nicht. Oh, 7 Stück. Das reicht. So, Mann, jetzt bist du dran. Jetzt bist du am Stissel. Also, ich muss sagen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus mit diesem Pavillon. Ja, ja. Macht zwar überhaupt gar keinen Sinn. Aber jetzt ist der Raum nicht so leer, Maudado. Na, Kirchen sind doch immer der. Nein, Maudado, das sind einfach große Säulen normalerweise drin, oder? Oder eine Orgel. Warte, ich gucke, ob ich müsste. Wir brauchen noch eine Orgel hier drin, Winterquäker. Wir müssen noch Cleanstone haben. Ja, haben wir, Mardado. Nee, hatten wir nicht. Das war Gravel. Das sah so aus wie Cleanstone. Da habe ich mich gewundert. Das haben wir hier nicht. So viel Cleanstone. Und ein Clay. Ah, hier irgendwo? Ach nee. Ja, ich will das Holz vielleicht auch mal abbauen wieder. Ich denke mal, das lassen kann wir. Kann ein bisschen welches brennen. Lassen wir weg. Okay. Okay, es brennt. Und die Kuh steht immer noch am Tisch, die Katze sitzt immer noch dort. Oh, und was ist sonst noch was passiert im Livestream? Galaxus hat uns richtig viel geholfen. Ja, die hat uns richtig viel Metz gegeben. Ja, Materialien, alles. All Metz. All the Metz. All the Met, Leute. Ha. Und hier, Gauk. War das Gauk, der uns ganz viel Clay gesponsert hat? Ja, der Glaub. Glaub schon. Oder was, Farmo? Einer von beiden. Nee, es war Gauk. War Gauk? Der Glan, ja, ich glaube auch. Hat uns das gesponsert. Hä, wo ist das Pavillon hin? Jemand, hat unser Pavillon geklaut. Disappeared, sag ich da nur. Disappeared. Alter, ich finde den, der das geklaut hat. Findest du sowieso nicht. Oh, oder? Leute, ich habe die Idee. Wir machen hier noch eine zweite Etage. Hier, es gibt auch normalerweise ab und an noch so. Ja, aber die ist immer hinten in der Kirche. Ja, oder die ist an der Seite. Die müsste hier sein. Oder? Ja, aber dafür haben wir keinen Platz. Aber die gehen teilweise auch. Zumindest, guck mal hier. Ja, so. An der Seite, aber ich weiß ja nicht, Osef. Chill. Nein, dann sieht man den ganzen Raum nicht mehr. Chill. Dann machen wir das hier weg. Osef. Okay, ich warte ab. Ich schau, wie es geht. Hast du mir zufällig eine Axt für mich? Ich hab eine Axt, warte. Wir haben auch keinen Platz im Inventar, Mardado. So, hier kriegst du ein bisschen irgendwas. Und einen Helm, oder den brauchst du ja auch. Ja, stimmt, damit ich sehe. Ich habe doch so eine Mütze schon auf. Ja, aber die schützt nicht vor Beschuss. Ja, richtig. Die Lederkappe hingegen schon. Also ich muss sagen, ich bin von den noch nicht überzeugt, aber ich warte ab, ich bin geduldig. Aber was wir noch machen können, hier müssen noch Kirchenfenster rein. Wie wird denn hier permanent rum? Ein paar Zombies, glaube ich. Oder ist es vielleicht Maudado? Oh. Obwohl, nee, es ist zu eng. Ja. Nee. Ja, nee, Mordado, komm. Weg damit. Ja. Aber weißt du, was ich machen würde, Mordado? Anstatt die Schilder hier links würde ich direkt. Da würde ich eventuell Holzstämme hinklatschen. Ja, das habe ich mir auch überlegt. Das wäre. Wenn ich die Schilder sehe, hier sieht das nämlich ansonsten die Mitte so leer aus. Guck mal hier, so. Jo. Ich hole kurz mal den Cleanstone. So.
Oh ja, das sieht besser aus. Winterkirk, was sagst du mit deinem fachmännischen Kennerblick? Lass dich mal drauf gucken. Mal drauflinsen. Ja, geht schon. Kann man schon machen. Was heißt hier geht schon? Bist du es etwa nicht gut genug? Doch, doch. Natürlich. Das ist echt nicht schlecht. Obwohl, bei den Streberbänken könnte man die Schilder theoretisch auch lassen. Ja, die brauchen keine Arme, die stützen sich auch nicht ab. Die sitzen immer stets gerade. Ja. Wie eine Kerze, Leute. Ach nein. Haben sie mich geprankt. Oh, was, hier eine Picke für mich? Mit der Cracker. Ja, Mann, aber Picke, ich habe eine Picke. Hier, da, eine Stein. Da, möchtest du meine Picke oder ich will deine Picke eigentlich? Ja, dann nimm meine Picke. Ach, Mann. Nein, ist wieder nicht gut genug. Ich nehme Winterquick als Picke, dann traden wir einmal alle. Einmal durchtraden. Das ist ja wie Wichteln, Leute. Nur alle kriegen das Gleiche, das heißt, niemand ist traurig. Oh, die hier müssen weg, damit das... Oh, Mann, oh, Alter, guck mal, der hat Holz geklaut, Winterquicker, der Zombie. Oh, haltet ihn. Guck mal, der da. Der ist doch verflucht. Der hat Dirt. Egal, der Dirt ist auch verhaben. Wertvoll. Naja, Mauder. Aber guck mal, der ist glücklich damit, Winterquirker. In einem Kubikmeter Dirt ist richtig viel Leben, Winterquirker. Weißt du, was da alles abgeht? Ja, ja, jede Menge Mikroorganismen. Wie in Watt, Leute, wie in Watt. Ja, Winterquirker und Ursa, wann geht ihr eigentlich zusammen Watt wandern? Ach, ich weiß nicht. Ach, ich weiß nicht, Mauder. Vielleicht im Winter, ich glaube, das ist besonders gut. Ach, ich habe gehört, im Winter ist die Nordsee besonders warm. Ursaf hat irgendwie eine Woche lang versucht, Wintercracker dazu zu überreden, dass sie zusammen Watt wandern gehen. Ja, aber irgendwie wollte er da nicht. Ja, nun, verstehe ich gar nicht. Ach, ich stelle mir Watt wandern vor, aber auch richtig schrecklich vor. Nein, das macht Spaß, Maudado. So, und jetzt müssen da Kirchenfenster rein. Ja, aber woher? Ach ja, wir haben ja Glas. Der Galaxus hat uns buntes Glas gemacht. Die Frage ist aber, wie wir das machen. Wollen wir irgendwie die Enderman Panel reinkommen? Haben oder richtige Glasblöcke? Mit Panels sieht es wahrscheinlich besser aus, oder? Ja, ich vermute auch. Dann sieht es dünner aus. Kriegt halt mehr Struktur dadurch. Ja, richtig. Und Kirchengläser sehen immer richtig dünn aus, als würden sie sofort zerbrechen. Ja, als ob man reinpusten könnte oder... Ja, würde es einfach wegexplodieren. Explodieren die schon, ja. Panel von unterschiedlicher Farbe verbinden sich auch, oder? Ja, soweit ich muss aber sagen, ich hätte keine Lust, in der Kirche Fenster zu putzen. Ja. Stellt euch mal vor, ihr macht dann so ein Bild, so ein hier, was heißt Bild, über so ein Fenster kaputt. Ja. Naja, ich glaube, ein bisschen mehr halten sie aus. Boah, die Teile sind doch schon uralt. Ich meine, da werden die doch langsam brüchig und porös. So, okay, ich habe die Farben. Jetzt ist halt die Frage, was für ein Muster wir machen. Ja, was machst du denn hier? Ich baue mich hoch. Wintercracker, so viele Felder haben wir nicht. Da passt kein Enderman rein. Ja, einfach lila Blöcke, Baulado. Haben wir nicht. Wir haben gelb, rot, rosa, orange. Orange muss eigentlich rein auf jeden Fall, oder? Blau muss rein. Orange und blau müssen rein. Und Wintercracker, was ist Wintercracker? Es war rot. Ja. Weiß? Genau. Weiß? Nee, weiß ist Schwingel. Ja, weiß keine Farbe. Wintercracker ist eigentlich beige, würde ich sagen. Warum bin ich denn beige? Ja, weil Cracker jetzt, keine Ahnung, braun-beige oder, eher oder sind. Gelb. Leute, gelb. Das ist aber zu orange zu ähnlich, glaube ich. Ja, ich mag rot. Wir könnten auch. Nehmen wir, obwohl. Wer rot, ja, rot passt. No, und was machen wir dann als Rand? Obwohl, rot ist auch dann als Rand ähnlich rot? Zu orange. Nee, eigentlich blau als Rand, oder? Weil das so willst du nicht. Locker aussieht. Okay, möchtest du nicht lieber schwarz haben? Oh. Nein, ich weiß nicht. Wirkt so negativ. Tolle Farbe. Ja, ja. Ja, und was, wir können da nicht viele Pixeln, was machen wir da rein? Ja, aber dann einfach ein Kreuz vielleicht. Einfach ein Kreuz, stimmt, ein rotes Kreuz, oder? Ja. Dann wissen aber doch nicht hier bei den Samaritern. Oh, Mordado, geiles Kreuz, nice Kreuz. Ja, warte, das kommt ja noch. Nein, ich fand das so schön eigentlich, Mordado. Ja, war echt nicht schlecht. Nee, aber... ich hätte das wieder zurückgemacht, Mordado. Und dann bei dem anderen Ding machen wir blau-orange. Bei dem anderen Ding. Ich weiß nicht, irgendwie blau und rot sticht sich ziemlich. Das sind halt. Dann nimm halt orange oder irgendwas leichteres. Rot ist halt so intensiv, Maudado. So intensiv. Intensiv aggressiv. Das sieht in der Tat freundlich aus. Das erinnert mich an Portal. Ja. Das stimmt. Alter, kann ich da jetzt einfach durchhüpfen? Dann machen wir hier rot und orange, oder? Ja, stimmt. Rot und orange könnte gehen.
Machen wir zweimal Orange, Leute. Ja, ist doch Orange, ist auch meine Lieblingsfarbe, muss ich sagen. Ja, und ich finde Orange auch hübsch. Und Gelb finde ich auch super toll. Ja, wie die Sonne. Oder so. Wie ein Pufferfisch. Ja gut, dann haben wir Bänke, wir haben Kirchenfenster, wir hätten fast ein Pavillon gehabt. Ja, aber der wurde dann leider abgelehnt, Leute. Er ist nicht durchgekommen. Der hat es nicht geschafft. Nicht durch den Antrag durch. Kam nie aus dem Amt raus. Ja gut, und dann vielen dafür zu sehen. Schaut bei O-Saft und Wintercracker vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.